Es war sehr stressig mit dem dicken Teddybär, aber ey, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben jetzt Donnerstag und leider kam ich nicht dazu, noch ein paar Videos zu drehen, weil war alles so ein bisschen mehr hin und her, als mir lieb war. Da hatte ich echt keine Chance, irgendwas zu drehen für euch oder Bilder zu machen, großartig. War aber sehr cool. Hat mich sehr gefreut. Wir sehen uns dann gleich mal auf dem Weihnachtsmarkt, würde ich sagen. Ich treffe mich da mit einem Kumpel und dann, ja, schauen wir mal, was da abgeht. Ich denke, ich werde da ein bisschen mehr Videos machen. Bis später. Ciao. So Leute, wir sind in Köln angekommen. Jetzt gucke ich mal, wo mein Kumpel ist und dann geht's ab zum Weihnachtsmarkt. Jo. Ihr seht es schon, ich bin wieder zu Hause. Es waren wundervolle Tage bei den beiden. Und ich hoffe, ich kann das wiederholen und werde dann dazu auch nochmal Vlogs machen und alles. Ich hoffe, dieses Jahr öfters dahin fahren zu können.
Weil ich es einfach ultra geil da finde. Da fühlt man sich richtig zu Hause. Lieben Dank nochmal an euch. Und von den beiden habe ich für euch jetzt nochmal ein Abschiedsgeschenk zu Weihnachten, weil ich konnte halt nicht bis zum 24. bei denen bleiben. Die wollten nochmal zur Familie. Ich wollte auch nochmal zu meiner Familie jetzt hier alles nochmal abchecken, was bei uns in den Bereichen so ist. Daher habe ich gesagt, ich bin am Freitag wieder weg. Und ja, von den beiden zu Weihnachten habe ich hoffe, man sieht es, ein Rick and Morty Shirt gekriegt. Super geil. Vielen lieben Dank nochmal dafür. Ich hoffe, man sieht es auch sehr schön an den Bildern, die dabei waren oder an Videos. Da war in dem Laden, es war wie in Elbenwald, bloß ein bisschen kleiner, was schlichter. Aber fast dieselbe Auswahl. Das Shirt habe ich jetzt auch nochmal beim Elbenwald gesehen. Und ich habe noch vorher zu den beiden gesagt, so, wenn ich mich hier entscheiden müsste, was ich zu Weihnachten bekommen möchte oder bekommen soll, dann würde mein Kopf platzen. Ich wollte da drin sterben, weil es ein Paradies für Leute wie mich ist. Und von daher konnte ich mich eigentlich gar nicht richtig entscheiden. Da war so viel Schönes dabei. Und dann haut er einfach mal so raus. Ja, du kriegst ja noch was von uns zu Weihnachten. Such dir was aus. Und ich dachte mir so, hat der mir gerade zugehört? Hat der mir gerade zugehört? Ich sag gerade noch, mir platzt der Schädel, weil es einfach so mindblow wäre, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Und dann sagt er, such dir was aus. Was Kleines. Ja, im Endeffekt ist es dann das Rick and Morty Shirt geworden. Ich werde euch auch dazu jetzt gleich am Ende nochmal zwei Bilder einblenden, weil das hat eine Vorder- und Rückseite. Super geil. Habe ich gar nicht gesehen, als ich es mir ausgesucht habe. Und ja, ich hoffe, bald kommen wieder Streams. Ich werde diese jetzt über die Feiertage noch ankündigen, beziehungsweise zwischen Weihnachten und Silvester. Wenn da mal einer kommt, weil ich bin da ein bisschen ausgebucht mit der Familie und alles. Aber wenn ich Zeit dafür finde, werde ich auf jeden Fall nochmal Ankündigungen machen bei den bekannten Seiten, wo ich es immer tue. Auf meiner Facebook-Seite, RPC, Twitch, WG und wie sie alle heißen. Ansonsten wünsche ich euch frohe Weihnachtstage. Und ein frohes Neues. Kommt gut rein. Bis später. Euer Be Open Beta. Ciao.